Hallo, ich bin Sascha und ich bin aus dem Kreisverband Chemnitz. Obwohl, das stimmt ja gar nicht. Eigentlich bin ich Wessi, denn ich komme aus Westsachsen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Frankenhausen. Frankenhausen, das ist ein Ortsteil der Stadt Grimmitschau. Und dort habe ich lange Jahre in der örtlichen Kirchgemeinde ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und der christliche Glaube, das ist etwas, was mich tief geprägt hat und was mich auch bis heute noch prägt. Denn ich bin der Überzeugung, dass Demut und Nachsicht, dass Dienst und Umsicht und dass Respekt und Zuversicht wesentliche Grundlagen unserer Demokratie, unserer Freiheit und für Offenheit sind. Und deshalb bin ich auch nicht der, der staccatoartig starke Sätze sagt. Und ich bin auch nicht der, der für alles immer eine Lösung hat. Ich glaube, die Dinge sind nicht schwarz-weiß, sondern es ist notwendig, Graubereiche auszuleuchten und gemeinsam Lösungen zu finden. Und deshalb habe ich großes Vertrauen und glaube ganz stark an die Kraft des Diskurses und an die Kraft des Kompromisses. Was noch dazu gehört, ist die Bewahrung der Schöpfung oder wie wir häufig technisch sagen, der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Um heutzutage gut zu leben, müssen wir doch wirklich nicht mehr irgendwelche Dinge in die Luft blasen. Wir müssen doch wirklich nicht mehr die Erde aufreißen, Ozeane verschmutzen, Abfallberge aufhäufen oder die Natur zurückdrängen. Was es braucht, das ist doch eine ökologisch intakte Welt. Und genau das sollte wieder im Mittelpunkt unserer Politik stehen. Aus dieser beruflichen Tätigkeit weiß ich, was auch Arbeitnehmerinnen und Unternehmen leisten und wie engagiert die KollegInnen in der Verwaltung sind, damit wir unser Zusammenleben hier aktiv gestalten können. Damit einhergeht eine große Verantwortung, damit wir die Ressourcen, die uns dafür zur Verfügung stehen, sinnvoll einsetzen und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir sie überhaupt haben. Deshalb liegt mein Schwerpunkt auf finanzpolitischen Themen und Fragestellungen und in angrenzenden Bereichen. Und ich möchte mit euch dafür sorgen, dass wir unsere Mittel zukünftig tragfähig so einsetzen, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und gut zusammenleben können. Ich danke meinem Kreisverband Chemnitz für die Unterstützung einer Kandidatur ab dem 10. Listenplatz. Und ich würde mich über eure Unterstützung sehr freuen. Bis zur LDK in Chemnitz. Macht's gut!